Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Herzlich willkommen zum Telekolleg Deutsch. Diese kurze Zeile aus Goethes Gedicht Das Göttliche verrät schon eine Menge über die Ideale der Klassik. Humanität, Streben nach Vollendung, harmonische Übereinstimmung von Verstand und Gemüt. Mit dem Epochenbegriff Klassik oder Weimarer Klassik bezeichnet man die Jahre zwischen 1786 und 1805, also von Goethes erster Italienreise bis zu Schillers Tod. Doch bereits 1779 leitete das Stück eines streitbaren Magisters aus der Oberlausitz den Wendepunkt ein zu dieser neuen Epoche in der Literaturgeschichte. Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing. Das Stück aus der Zeit der Aufklärung war 1779 revolutionär. Im Mittelpunkt steht der Jude Nathan, ein selbstständig denkender Mensch, der dank seines Verstandes moralisch handeln kann. Gesprochen wird in strengen Jamben, gehandelt wird ungekünstelt frei im Sinne des guten Menschen. Dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Das Spezifische ist ja, dass das ein Jambus ist, also eine sehr künstliche Sprache. Und man versucht einfach auf der einen Seite den Rhythmus zu halten, also dieses Versmaß, und auf der anderen Seite aber die Sprache so natürlich zu nehmen, wie heutige Menschen sprechen. Das finde ich eigentlich interessant. Suschke lässt die Zwischentöne hören. Nathan ist kein Übermensch. Er laviert, besticht und redet sich heraus. Er ist ein reiner Mensch. Aber erst nachdem er sich unter schweren seelischen Kämpfen zur Menschlichkeit durchgerungen hat. Als ihr kamt, hatte ich 3 Tage und Nächte in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint. Geweint, weil er mit Gott auch wohl gerechtet, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Das ist ein Mensch, der gut ist, der aber auch schlecht ist oder eben auch Fehler hat. Einer, der weise ist, der aber auch zu Mitteln greift, die, um zu überleben, sagen wir mal, er hat ja der gibt dem Saladin Geld, um einen Krieg zu finanzieren. Gier, Verrat, religiöser Fanatismus. Das Lehrstück über die Toleranz zeigt auch die andere Seite der Medaille. Indem die Personen des Stücks am Ende zueinander finden, wird auf den Zwiespalt und die mögliche Versöhnung der Religionen verwiesen. Wen lieben 2 von euch am meisten? Macht, sagt an, ihr schweigt. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sie selber nur am meisten. So seid ihr alle 3 betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle 3 nicht echt. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht von dem Lessing nach Toleranz, Aufklärung, nach dem Guten im Menschen. Seitdem sind ja über 200 Jahre vergangen. Und was man ja immerhin konstatieren kann, dass viele der Muster oder Sehnsüchte, die Lessing damals gehabt hat, nicht funktioniert haben. Nicht zuletzt 6 Millionen tote Juden verändern den Blick auf so ein Stück. Und trotzdem gibt es natürlich so ein paar Momente, die sehr wichtig oder wahnsinnig viel eng mit heutiger Realität zu tun haben. Und das hat mich eigentlich an dem Stück interessiert. Ich freue mich, dass Dr. Andrea Bartel von der Universität Augsburg zu uns gekommen ist. Hallo, Frau Bartel. Hallo. Ja, die Entstehungsgeschichte des Nathan, das war ja wohl schon ein einziges Drama. Oh ja. Da gab es 3 Hauptfiguren, einen aufklärerischen Literaten, einen Pastor und den Herzog von Braunschweig. Was war denn passiert? Das war ein ganz großer Literaturskandal im Jahr 1778. Lessing, der aufgeklärte Literat, war damals Bibliothekar in Wolfenbüttel und hatte einige Fragmente veröffentlicht, die aber nicht er geschrieben hatte, sondern ein Bekannter von ihm mit Namen Reimarus. Und das waren sehr kritische theologische Fragmente. Und als Lessing die veröffentlicht hatte, übrigens anonym, er hat also Reimarus den Namen nicht genannt, um die Familie vor den Folgen zu schützen, da gab es einen großen Ansturm von Protest. Unter anderem, Sie haben schon angesprochen, von dem Hamburger Hauptpastor Goetze, der zum einen sich ganz stark auf den Schlips getreten fühlte,
durch diese theologische Kritik, die in den Fragmenten und vor allem auch in Lessings Kommentaren dazu geübt wurde. Lessing hatte ja in diesen Kommentaren zu den Fragmenten eine Position vertreten, die wir im Nathan dann wiederfinden werden, nämlich eher ein individuelles, freies, eine individuelle, freie Religion, also nicht so eine dogmatische, schriftgläubige Religion. Und zum Zweiten, und das ist das eigentliche Skandalon in diesem Streit, Goetze hatte immer gesagt, diese theologischen Fragestellungen, die gehören nicht in eine breite Öffentlichkeit. Die sollen von Experten diskutiert werden. Und Lessing hat im Gegensatz dazu gesagt, nein, der aufgeklärte Bürger hat ein Recht darauf, sich eine freie Meinung zum Beispiel in diesen theologischen Fragen bilden zu dürfen oder auch in politischen Fragen zu bilden zu dürfen. Und das war ein zweiter großer Schwerpunkt in dem Streit. Und damit sind wir natürlich mitten in einer politischen Fragestellung, sodass der dritte Protagonist, der Herzog von Braunschweig, auf den Plan trat und seinem guten Bibliothekar Lessing ordentlich auf die Finger geklopft hat. Also er hat ihm mehrfach immer wieder Publikationsverbote ausgesprochen. Lessing durfte am Ende gar nicht mehr publizieren in dieser Frage, war praktisch mundtot gemacht öffentlich. Und es war für ihn so frustrierend, dass er gesagt hat, ich kehre zurück auf meine alte Kanzel, nämlich das Theater, und werde von dort aus predigen. Und so ist der Nathan eigentlich in groben Zügen entstanden. Im Nathan geht es ja genau um diese Freiheit der Religion und es geht genau darum, dass man feste Wahrheit nicht in dogmatischen Regeln findet, sondern eben in einer modernen Streitkultur, in einer freien Meinungsbildung. Das hört sich ja sehr offensiv, sehr modern an, aber ja. Was war denn nun das Klassische eigentlich am Nathan? Die Klassik baut ja ganz stark, also Goethe und Schiller bauen ja ganz stark auf der Ethik der Aufklärung auf. Und die Ethik des Nathan ist natürlich ein großer Vorläufer dann für die Ethik der Klassik. Also beispielsweise Toleranzgedanke, dieses kritische sich annähern an Wahrheit, der Appell an die Vernunft zum Beispiel. Das sind typische Elemente auch dann später in der Klassik. Darüber hinaus gab es noch weitere Ideale und Ziele der Klassik? Ja, natürlich die berühmte harmonische Vereinigung von Neigung und Pflicht, die also Goethe und Schiller wieder propagiert haben. Überhaupt die Vernunft, das Maß, die Ordnung, wie es sich zum Beispiel dann auch in den Dramenformen widerspiegelt, die Affektkontrolle, also alles in allem das vernünftige Denken und Handeln des Menschen. Eine Art, in Anführungszeichen, Veredelung des Menschen. Das ist natürlich ein Wort, das für uns sehr gewöhnungsbedürftig heute ist. Cäsar, Cato, Kleopatra, Sultan Ibrahim, so hießen die Tragödienhelden im Barock und in der Aufklärung. Bald aber sollten andere Namen auftauchen. Sarah Sampson, Emilia Galotti, Luise Miller. Der bürgerliche Dramenheld rückte, dank Lessing und Schiller, in den Mittelpunkt. Bis ins späte 18. Jahrhundert war es den adligen Menschen vorbehalten, tragisch zu empfinden. Sollte der Zuschauer mit der Figur mitleiden, musste sie von hohem Stand sein. Ihr Absturz war damit umso tiefer. Friedrich Schiller entwickelte mit Kabale und Liebe das bürgerliche Drama. Hier entsteht die tragische Spannung durch den ständischen Gegensatz zwischen dem Feudalherren Ferdinand und dem Mädchen Luise aus dem Bürgertum. Das Stück Kabale und Liebe wird immer noch gerne auf deutschen Bühnen gespielt, so auch im Münchner Staatsschauspiel. Noch sind die zwei Turteltauben gute Dinge, am Ende sind die beiden vergiftet. Dazwischen liegt das, was Schiller Kabale nennt. Dem Präsidenten von Walter passt eine bürgerliche Schwiegertochter nicht ins Konzept. Er will seinen Sohn Ferdinand mit Lady Milford verkuppeln. Der Sohn aber will die schöne Lady nicht und erpresst seinen Vater. Daraufhin schmeißt Präsident von Walter Luisens Vater ins Gefängnis. Sekretär Wurm, ebenfalls um die Gunst von Luise bemüht, erpresst sie, einen Liebesbrief an Hofmarschall Kalb zu schreiben, denn nur so komme ihr Vater frei. Hofmarschall Kalb spielt den Brief Ferdinand zu. Ferdinand ist entsetzt. Luise will sich umbringen, Ferdinand will sich umbringen, zuvor will er Luise vergiften. Das Stück beschreibt eine stürmische Liebe, die alle Konventionen sprengen will. Die Limonade ist matt wie deine Seele. Versuche. Nicht umsonst habe ich diesen Auftritt gefunden. Versuche! Die Limonade ist gut. Wohl bekommst. Es wird eine Zeit kommen, Herr von Walter. Oh, mit der Zeit werden wir fertig. Wo dieser Abend noch sehr schwer auf Ihr Herz fallen dürfte.
Gute Nacht. Herren gehen. Herr Gott, wie wird Ihnen? Heiß und eng. Ich will mich bequem machen. Trinken Sie. Trinken Sie, der Trank wird Sie kühlen. Oh, das wird auch, ganz gewiss. Die Metze ist gutherzig. Doch. Das sind Sie alle. Das. Deiner Luise. Ferdinand. Oh. Fort. Diese sanften, schmelzenden Augen weg. Nur kein Engel mehr. Nur jetzt keinen Engel mehr. Und dass es so weit kommen musste? Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott, Schöpfer. Aber warum den Griff in so schönen Gefäßen? Das anzuhören und schweigen zu müssen. Und diese süße, melodische Stimme, wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Seiten? Alles so schön, so voll Ebenmaß. Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben. Er hat sich eine Übereilung gestimmt. Greift er lieber den Kind an. Noch einmal, Luise. Noch einmal, wie am Tag unseres ersten Kusses, da du Ferdinand standest. Und das erste Du auf deine brennenden Lippen dran. Da war ich der Glücklichste. Luise. 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 Warum hast du mir das getan? Ja, ich bemühe mich sehr um Klassiker-Inszenierungen, weil ich glaube, dass sie eine ungeheure Wahrheit sprechen und weil ich glaube, dass der Anachronismus des Theaters ja wohl seine eigene Chance ist. In dieser ganzen Medienwelt denke ich einfach, dass es so wie Museen und Bibliotheken ein ganz besonders neuer Stellenwert zukommt, weil er sozusagen etwas bewahrt, wie so eine Wurzelsuche nach dem, was uns eigentlich ausmacht, nach unserer Kultur. So muss auch das Theater das tun. Luise Millers Moral stellt sie über das Adelsgeschlecht. Ihre Sittsamkeit bringt sie aber auch dazu, fast skrupellos an ihrem Eid festzuhalten und Ferdinand nicht über die gemeine Intrige aufzuklären. Erst dadurch kommt es zur eigentlichen Tragödie. Nicht der Ständegegensatz bringt die dramatische Wende, sondern menschliche Schwäche. Wirklich, dass sie mir das sagt. Wir haben unsere Runde hier erweitert mit Marion Tietke, Dramaturgin an den Münchner Kammerspielen. Grüße Sie, Frau Tietke. Guten Tag. Ich habe natürlich auch schon oft im Theater Ihre Berufsbezeichnung im Programm gelesen, aber mir nie Gedanken gemacht, was macht an sich eine Dramaturgin genau? Wofür sind Sie verantwortlich? Ja, die Dramaturgie ist Teil der Theaterleitung und das in zweifacher Hinsicht. Es gibt einerseits den Bereich der Produktionsdramaturgie. Das ist die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und dem Bühnenbildner, also entsprechend der Gruppe der Inszenierung, der Arbeitsgruppe. Das heißt, wir arbeiten ein Konzept zusammen und das haben wir bis zur Leseprobe so in groben Zügen angelegt. Und mit Beginn der Probenarbeit ist der Dramaturg so als erster kritischer Zuschauer dabei. Und der andere große wichtige Bereich des Dramaturgen ist der des Spielplans. Das heißt also zusammen mit dem Intendanten die Schauspieler vorzuschlagen, Regisseure vorzuschlagen und natürlich Stücke. Das heißt, neue Stücke zu lesen, die uns zuhauf vom Verlag natürlich zugeschickt werden. Aber auch zu überlegen, warum spielt man jetzt welches Stück? Warum spielt man gerade den Klassiker und nicht den? Denke ich an Klassik, denke ich an Goethe und Schiller, das sind die großen Namen. Mhm. Haben die beiden sich an sich auch unterschieden in ihrer Form der Auffassung über Dramen? Ja, sicherlich. Also das Konzept der Klassik ist zwar im Dialog von Goethe und Schiller im Wesentlichen entstanden, deswegen gibt es natürlich ganz erhebliche Berührungspunkte, aber es gibt schon Unterschiede. Also Schiller zum Beispiel hat eine ganz konkrete Funktion, was für eine Aufgabe die Bühne in der Gesellschaft hat. Und er sagt, die Bühne hat, das Theater hat eine ähnliche Funktion wie zum Beispiel ein Gerichtshof oder das Gericht. Also die Bühne wird zum Tribunal, wie es zum Beispiel in den Kranichen des Ibikus heißt. Das heißt also auch in Gesellschaftsform, wo die Rechtsprechung nicht funktioniert, wo Ungerechtigkeit herrscht oder wo die Gesetze zu lax sind, da kann die Bühne ganz konkret Verbrecher verurteilen, moralische Werte einklagen, die Gerichte nicht mehr vertreten können. Das wäre ein Aspekt, der bei Schiller sehr stark im Vordergrund steht. Frau Tietke, Sie haben ja nun schon an mehreren Theatern gearbeitet. Welche Klassiker sind denn heute so richtig en vogue und werden oft gespielt?
Ja, da gibt es immer noch Emilia Galotti, Miss Sarah Sampson. Es ist auch, was wir bisher gar nicht erwähnt haben, aber wenn wir mal auf die dann doch Komödie zu sprechen kommen, natürlich Der zerbrochene Krug, die deutsche klassische Komödie, die sehr gerne und oft gespielt wird von Kleist, genau. Ebenso auch die anderen Stücke von Kleist, sei es das Käthchen oder Penthesilea, sind nach wie vor sehr beliebte Stoffe und für das Theater eine Herausforderung. Genauso wie die Räuber und Kabale und Liebe. Das Drama schlechthin ist natürlich Goethes Faust. Was macht aus Ihrer Sicht heraus dieses Werk so einmalig? Das ist wirklich ein faszinierender Text, der bis heute faszinierend geblieben ist. Und ich denke, genau das ist ein Faktor. Man kann den Faust lesen wirklich zur Zeit seiner Entstehung. Also ganz zeitgenössisch auf der einen Seite, denn Goethe hat unglaublich viel Philosophie, Naturwissenschaft, Literatur seiner Zeit in dieses Stück hineingepackt. Also es gibt einen großen theoretischen Überbau sozusagen. Man kann dieses Stück aber einfach auch als Stück lesen mit einer spannenden Handlung, mit psychologisch nachvollziehbaren Charakteren, die Krisen durchleben, die auch ganz aktuell geblieben sind. Also Faust ist nicht nur eine Satire auf den Bürger zu Goethes Zeit, sondern Faust ist auch ein Mensch, der meinetwegen eine Art Midlife-Crisis hat. Ein Intellektueller, der mit dem Leben nicht mehr zurechtkommt und andere Krisen, die der moderne Leser da durchaus entdecken kann. Frau Dietke, haben Sie Faust schon mal inszeniert? Nein, also ich war noch nie bei einer Arbeit beteiligt. Ich kenne aber sehr viele Faust-Inszenierungen und würde sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, heute den Faust auf die Bühne zu bringen, weil es einfach eine riesige, große Aufführungsgeschichte schon gibt. Und immer dann, wenn man sich neuen Inszenierungen stellt, ist man natürlich auch geneigt, die Rezeptionsgeschichte erstmal zu beachten und zu sehen, dass man sich wirklich sinnvoll fragt, warum spielen wir heute Faust? Warum machen wir das Stück? Das ist ja was ganz, ganz Elementares in der dramaturgischen Arbeit. Und da muss ich sagen, war eine Inszenierung der vielen Inszenierungen, die ich von Faust eben gesehen habe, 1993 von Christoph Marthaler, Faust Wurzel 1 und 2. Und das war eine Arbeit, die nun gerade aus Faust wie ein Zitatenarchiv mit diesem Material umgegangen ist, also eine moderne Inszenierung des Faust. Ich habe beim Faust halt oft auch als normaler Zuschauer die Schwierigkeit, dass ich sehr viele Verse, sehr viele Wendungen schon kenne und fast schon mitsprechen kann. Und das geht beim Faust, glaube ich, nicht nur mir so als Dramaturgin, sondern vielen von uns, weil das doch fast einfach ein allgemeines Bildungsgut ist. Und da ist die Frage, wie bricht man das geschickt auf, dass man einfach wieder neu zuhört, dass es eine Kraft hat, die wieder neu fasziniert. Und die Frage ist auch, auf welchem Hintergrund erarbeiten wir uns heute Stücke? Dann muss man sagen, dass zum Beispiel so eine Inszenierung wie von Christoph Marthaler eigentlich sehr spannend ist, weil sie zeigt, dass diese Texte für uns ein Archiv sind, ein Kulturarchiv, wo wir teilweise uns mit identifizieren können und teilweise mit einem Befremden draufschauen. Das hier ist ein anderes bekanntes Drama von Goethe, Torquato Tasso, entstanden 1790. Es geht um einen italienischen Dichter am Hofe von Ferrara. Und nach eigener Aussage steckt viel von Goethe selbst in der Figur des Titelhelden eines historisch belegten Renaissance-Dichters. Die Worte und die Personen des Stückes befinden sich nun alle hier drin. Unverändert seit mehr als 200 Jahren. Wie die Figuren dann auf der Bühne wirklich sprechen und agieren, kann je nach Inszenierung durchaus sehr unterschiedlich sein. Johann Wolfgang von Goethe betrachtet in seinem Stück Torquato Tasso die Frage von Genie und Gesellschaft. Die Spannung entsteht durch den Konflikt zwischen dem schöpferischen Menschen Tasso und seiner Wirklichkeit. Die Schauspieler erwecken den Text zum Leben. Doch wie werktreu soll ein Klassiker heute inszeniert werden? Als neben ihn sich Tasso stellte. 1969 inszenierte Peter Stein Torquato Tasso in Bremen. Die Szene, in der Leonore und die Prinzessin über Tassos Außenseiterposition zu sprechen kommen, illustriert auch die Einschätzung des Helden durch den Regisseur. Tasso, ein Hampelmann, der alles mit sich machen lässt. Und wären Sie zu Ihrem Vorteil klug, so würden Sie als Freunde sich verbinden. Dann stünden Sie für einen Mann und gingen mit Macht und Glück und Lust durchs Leben hin. So hofft ich selbst, nun sehe ich wohl, umsonst. Der Zwist von heute, sei er wie er sei, ist beizulegen. Doch das sichert uns nicht für die Zukunft, für den Morgen nicht. Es wäre am besten, dächt ich,
Tasso reiste auf eine Zeit von hier. Er könnte ja nach Rom, auch nach Florenz sich wenden. Dort treffe ich in wenig Wochen ihn und könnte auf sein Gemüt als eine Freundin wirken. Du würdest hier indessen den Antonio, der uns so fremd geworden, dir aufs Neue und deinen Freunden näher bringen. So. Du willst dich in Genuss, oh Freundin, setzen. Ich soll entbehren. Heißt das billig sein? Entbehren? Klaus Peimann inszenierte 1980 Torquato Tasso in Bochum. Oh, gib mir einen Rat. Was ist zu tun? In der gleichen Szene sprechen Leonore und die Prinzessin hier mit wesentlich mehr emotionalem Engagement über den weltfremden Dichter. Ein Missverständnis zwischen Gleichgestimmten. Zwei Männer sind's, ich habe es lang gefühlt, die darum Feinde sind, weil die Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte. Und wären sie zu ihrem Vorteil klug, so würden sie als Freunde sich verbinden. So hoffte ich selbst. Nun sehe ich wohl umsonst. Der Zwist von heute, sei er wie er sei, ist beizulegen. Doch das sichert uns nicht für die Zukunft. Für den Morgen nicht. Es wäre am besten, dächte ich, Tasso reiste auf eine Zeit von hier. Ich treffe in wenig Wochen ihn und er könnte auf sein Gemüt als eine Freundin wirken. Du willst dich in Genuss, oh Freundin, setzen. Ich soll entbehren. Frank Castorf inszenierte 1991 Torquato Tasso am Residenztheater München. Hier sprechen die Frauen über Tasso wie über einen Störenfried. Ich selbst muss ich wohl umsonst. Der Zwist von heute, sei er wie er sei, ist beizulegen. Doch das sichert uns nicht für die Zukunft, für den Morgen nicht. Es wäre am besten, dächte ich, Tasso reist auf eine Zeit von hier. Er könnte ja nach Rom, auch nach Florenz sich wenden. Dort träfe ich in wenig Wochen auf ihn und könnte auf sein Gemüt als eine Freundin wirken, oder? Du willst dich in Genuss, oh Freundin, setzen. Ich soll entbehren, heißt das billig sein? Entbehren wirst du nichts, als was du doch in diesem Falle nicht genießen könntest. Die Dialoge zeigen eine unterschiedliche Interpretation von der Ernsthaftigkeit der Hauptfigur. Bühnenbild, Kostüme oder Requisiten tragen zum Gesamteindruck bei. Bei Peter Stein ist das Bühnenbild der historischen Zeit angepasst. Jedoch hat er einschneidend in den Text eingegriffen. Szenen wurden gestrichen, ganze Passagen werden simultan gesprochen, sodass dem Zuhörer viel vom Text entgeht. Konservative Betrachter werden an Castorfs Inszenierung zwar wenig Geschmack finden, doch auch wenn seine Textkürzungen und Veränderungen radikaler wirken, ist er der Textaussage nicht unbedingt ferner als die Stein-Inszenierung. Klaus Peimann bleibt dem Text treu, aktualisiert aber Raum und Kostüme. Doch der Tonfall verrät, wir befinden uns nicht wie bei Steins Inszenierung im Lustschloss bei Ferrara, wo eine hochstilisierte Sprache die unpersönliche, ritualisierte Gesellschaft bei Hofe widerspiegelt. Vielmehr befinden wir uns in einer Yuppie-Wohnung, wo zwei Damen recht unverblümt auf das Schicksal Tassos Einfluss nehmen wollen. Welcher Regisseur gibt die sogenannte richtige Interpretation? Die Vielfalt der Bühnenversionen zeigt vor allem die Vielschichtigkeit eines Klassikers, die für uns heute relevant ist. Frau Tietke, wie halten Sie es denn mit der Werktreue in Ihrer Arbeit am Theater? Ja, Werktreue ist ein schwieriger Begriff. Das liegt daran, dass man sich fragen muss, was kann Werktreue im Theater überhaupt bedeuten? Das heißt, wir haben Stücke als Vorlage und es ist nicht so, wie wenn ich in ein Museum gehe und dort ein Bild von Picasso sehe, das fertig ist, sondern unsere Stücke sind Textpartituren. Sie wollen neu gelesen und angeeignet werden.
Denn es gibt ja drei Ebenen im Stück. Das heißt Kostüm und Bühne, Requisiten, das heißt die Ausstattungsebene. Es gibt die Textebene, das Stück selbst. Und das heißt, es gibt die schauspielerische Ebene, nämlich die Sprachbehandlung und der Spielgestus. Und wenn man das nun sieht in Goethes Zeit, werden wir feststellen, aha, bei uns haben sich Bühne und Ausstattung komplett verwandelt. Das heißt, wir haben natürlich ganz andere Lichtmöglichkeiten heute. Bühnen sind keine Kulissen mehr, sondern Bühnenräume. Die Sprachbehandlung ist eine andere als zur Goethe-Zeit. Es soll möglichst unserer Sprachbehandlung näher liegen, auch wenn es in Versen geschrieben ist. Der Spielgestus wird weniger ausgestellt sein als zur Goethe-Zeit. Also was kann genau Werktreue heißen? Theater wird immer die Frage beantworten, was für eine Rezeptionsgeschichte steht hinter der Aufführung, also wie wird man das Theaterstück neu rezipieren, warum macht man das Theaterstück und eben, warum macht man Faust und eben nicht Don Carlos? Und es wird immer die Frage auch beantworten, warum ist das Stück heute noch aktuell? Und das sind die wichtigsten Kriterien für einen guten Theaterabend und nicht unbedingt, dass er textgetreu und werkgetreu ist. Wie geht denn die Literaturwissenschaft mit diesem Begriff der Werktreue um? Also ich habe mit dem, was Frau Tietke eben sagte, eigentlich gar keine Probleme, denn die Literaturwissenschaft hat sich Gott sei Dank längst verabschiedet von der Vorstellung, dass der Autor der liebe Gott ist, dessen Willen und Intention man erforschen soll oder dass es eine richtige Deutung dieses Textes gibt, sondern der Text, jedes Theaterstück, jedes gute Theaterstück hat unglaublich viele Möglichkeiten, es zu interpretieren. Und auch beispielsweise die Herren Goethe und Schiller haben ja wirklich diese Stücke ganz konkret auf Aufführungen hingeschrieben. Also das sind ja, ist ja ganz viel Theaterpraxis auch eingegangen. Also Goethe beispielsweise war ja Intendant am Weimarer Hoftheater. Er hat selbst als Schauspieler den Orest gespielt. Schiller hat als Dramaturg in Weimar mitgearbeitet. Also da ist immer wieder ganz viel Theaterpraxis schon in den Entstehungsprozess eingegangen, sodass ich denke, dass kein gutes Theaterstück sich gegen verschiedene Interpretationen sperren sollte. Wie gehen denn eigentlich die Schauspieler damit um, mit den klassischen Stoffen und auch den klassischen Versformen? Das ist ja noch alles andere als einfach. Rebellieren die irgendwann auch und sagen, das ist alles nicht mehr spielbar heute, dieser alte Stoff und dieser alten Darstellungsweise? Nein, im Gegenteil, für die Schauspieler ist es sehr reizvoll. Gerade eine Verssprache wie von Kleist wird von Schauspielern geliebt, weil das eine unheimlich große Musikalität und einen Rhythmus gibt. Wenn man Kleist liest, wird man zunächst denken, oh Gott, das ist ja schwierig. Aber sobald man es mal spricht, hat das so eine große Kraft und ist sehr eingängig und sehr faszinierend für Schauspieler. Abschließend noch Frage an Sie beide, Frau Bartel. Welche Klassiker sollte man sich wirklich mal angeschaut oder auch gelesen haben? Ich denke da an den Faust I natürlich von Goethe, vielleicht Wallenstein von Schiller oder Kleist war gerade ein wunderbares Stichwort, denn Kleist ist nicht nur einer meiner Lieblingsautoren, sondern ist wirklich ein faszinierender Autor. Da könnte man sich den Zerbrochenen Krug ansehen oder die Penthesilea. Allerdings nicht, weil man das gelesen haben muss, um mitreden zu können, um gebildet zu sein, sondern ich denke wirklich, dass man da große Leseerfahrungen machen kann. Frau Tietke, Ihre Empfehlungen? Ja, Kleist ist natürlich auch ein Favorite. Also das ist, da kann ich nur sagen, Käthchen, Penthesilea und der zerbrochene Krug würde ich auch auf jeden Fall zur Lektüre empfehlen. Und von Goethe und Schiller würde ich von Schiller vielleicht auch Maria Stuart noch erwähnen. Goethes Faust ist sicherlich auch sehr wichtig, Iphigenie noch dazu. Gut, das ist eine sehr subjektive Auswahl, aber immerhin doch spannend. Ich danke Ihnen beiden fürs Kommen ins Telekolleg Deutsch. Schön, dass Sie da waren. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas Mut machen. Die Klassiker sind mit etwas Übung gar nicht so anstrengend zu lesen, wie man vielleicht glauben mag. Goethes Faust zum Beispiel ist in manchen Passagen sogar ausgesprochen witzig. Probieren Sie es doch mal mit der Studierzimmerszene 2 ab Ein Schüler tritt auf. Mephistopheles zeigt sich hier von seiner ironischsten Seite. Mal reinlesen können Sie auf unserer Homepage unter www.telekolleg.de. Und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann mit dem epischen Theater. Bis dahin.